Hey Freunde, schön, dass du dir eingeschaltet hast und heute spielen wir mal zusammen Rainbow Friends Chapter 2. Nach dem beliebten Spiel Rainbow Friends gibt es nun eine Fortsetzung, nämlich den zweiten Teil, den wir heute zusammen austesten werden, welche neuen Kreaturen, neuen Rainbow Friends wir entdecken werden und was uns alles im zweiten Teil erwarten wird, das werden wir heute zusammen herausfinden. Und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, ihr seht es, wir befinden uns heute in Rainbow Friends Chapter Nummer 2. Oh ja, das bedeutet, der zweite Teil von den Rainbow Friends ist anscheinend draußen. Zumindest befinden wir uns in einem Game, was sich so nennt Rainbow Friends Chapter 2. Und da schon der Bus düdüt und alle mal einsteigen, Leute. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was uns jetzt hier im zweiten Teil erwarten wird, Freunde. Und was uns alles in dem Spiel erwarten wird. Hey, hinsetzen! Es ist gefährlich, hier zu stehen während der Busfahrt. Und wir gehen zu der seltsamen Welt und Chapter 2. Oh mein Gott. 3 Monate nach Chapter 1. Alles klar, Freunde. Da fahren wir mit dem Bus anscheinend irgendwo eine Straße entlang. Und wo ist mir jetzt hier angekommen, Freunde? Oh mein Gott, schaut euch das Ganze an. Das hier ist jetzt Chapter 2 von den Rainbow Friends, auf den wir so lange gewartet haben. Nach dem ersten erfolgreichen Teil, was super beliebt wurde, gibt es jetzt einen zweiten Teil. Und oh, Alex ist schon erledigt worden. Warte mal, wer ist das hinter uns? Oh mein Gott, ein neues Rainbow Friends Monster. Warte mal, das ist das gelbe Monster. Nein, 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 weg hier, weg hier, weg. Und vor allem, wo sind wir? Wo sind wir in dieser Welt? SpongeBob? Was macht SpongeBob hier, verdammt nochmal? Alles klar, wir müssen abhauen. Leute, rennt weg, rennt alle weg. Wir müssen hier abhauen und wir sind anscheinend hier in irgendeinem... Oh mein Gott, Zirkus, renn, 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 renn. Hier ist so ein Riesenrad, Freund, und hier sind ganz viele Attraktionen und... Gefahr, nicht berühren, was soll dabei schon schief gehen? Okay, okay, Freund, können wir irgendwie in das Riesenrad einsteigen? Was können wir alles in Chapter 2 hier machen? Oh nein, renn weg, Kollege, renn weg vor dem gelben Monster. Und dieses Monster ist jetzt neu in Chapter 2, Freunde. Das gelbe, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, friss ihn, friss ihn, friss ihn. Das gelbe Rainbow Friends Monster sieht wirklich aus wie das blaue Monster, nur in gelb. Alles klar, Freunde. Vielleicht finden wir noch weitere Rainbow Friends oder irgendwie sowas, die es hier in Chapter 2 neu gibt. Okay, wir verstecken uns mal hier. Wir verstecken uns. Oh, Freund, er ist hier irgendwo, Freunde. Oh nein, er ist auf uns getriggert. Hey, komm doch hier hoch und ha, er kommt hier nicht nach. Okay, komm nach oben. Alles klar, okay, ich renne, ich renne. Ich glaube, ich sollte rennen. Nein! Renn, renn und... Oh, er hat uns geschnappt und was? Wir wurden erledigt. Das war's schon. Oh, wir können uns wiederbeleben. Alles klar, Freunde. Dann lass uns mal hier wieder zurück wiederbeleben. Ich will natürlich anschauen, was es jetzt alles hier noch zu entdecken gibt. Und Freunde, natürlich ist das hier nicht der offizielle, das offizielle Chapter 2, also nicht der offizielle zweite Teil von Rainbow Friends, sondern nur ein Fanspiel. Aber so könnte es ungefähr aussehen im zweiten Teil von Rainbow Friends. Also wir werden uns wahrscheinlich in irgendeinem Zirkuspark oder irgendwie sowas befinden. Vielleicht werden wir auch so ein gelbes Monster oder irgendwie sowas entdecken. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Ganz, ganz viele SpongeBob. Okay, SpongeBob, weiß ich nicht, ob der im nächsten Teil vorkommen wird. Okay, was haben wir hier? Oh, wir können hier verschiedene Sachen aktivieren. Wir können hier... Oh, schaut euch das Ganze an, Freunde. Wir können die Plattform und alles Mögliche spinnen. So, hier können wir Bido, 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 Bido. Irgendwelche Knöpfe oder irgendwie sowas drücken. Aber das hier ist jetzt anscheinend... Oh mein Gott, zwar nicht das offizielle, nicht der offizielle zweite Teil von den Rainbow Friends... Aber Freunde, so könnte es etwa aussehen. Und das sind die allererste Eindrücke in Rainbow Friends Chapter 2. Hey, krieg mich doch, krieg mich doch, krieg mich doch. Oh mein Gott, renn, 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 renn. Wir rennen hier weg, Freunde. Oh mein Gott, rennt es weg an von dem gelben Monster. Oh mein Gott, okay, wir rennen. Okay, was gibt es noch hier zu erkunden? Gibt es noch ein riesengroßes Zirkuszelt? Können wir da irgendwie reingehen? Ah, hier können wir anscheinend auch reingehen. Alles klar. Was gibt es hier zu entdecken? Hier gibt es nichts. Alles klar. Interessant, interessant. Wow, oh mein Gott, er ist da. Er ist da, das Rainbow Friends
Friends, das gelbe neue Rainbow Friends Monster. So, oh, wir haben hier Burger, Pommes, Cola, Hotdog und Nachos am Start. Und oh, ein Riesenmonster. Nein, rette sich, wer kann. Da hat es uns geschnappt. Freunde, da sind wir schon im nächsten Rainbow Friends Game angekommen. Oh ja, nämlich befinden wir uns hier in den Rainbow Friends Chapter 2 Morphs. Oh ja, und hier kann man, oh, verschiedene Morphs finden. Zum Beispiel in hier, let's go. Hier den roten, bösen Wissenschaftler, alles klar. Und vielleicht werden wir auch hier weitere geheime Hinweise zu Chapter 2 finden. Okay, wir können uns hier einen Game Pass kaufen. Nee, den brauchen wir nicht schon. Oh mein Gott, was gibt es hier für neue Morphs? Okay, hier gibt es auch noch einen Game Pass. Gibt es vielleicht hinter was? Aber hier gibt es den nächsten Morph, Freunde. Okay, das blaue Rainbow Monster. Das kennen wir doch von Chapter 1, alles klar. Vielleicht finden wir aber noch irgendwelche... Oh, was ist denn hier los? Schaut euch das Ganze an. Irgendwelche neuen Monster oder irgendwie sowas, die uns im zweiten Teil von Chapter 2 erwarten können. Oh, hier ist ein Hammer, alles klar. Nee, aber... Oh, hier ist doch was, Freunde. Wen haben wir hier? Pippi Friends oder irgendwie sowas. Ah, hier sind alle Morphs am Start, Freunde, die wir finden können. Und oh, lass mal in ihn verwandeln. Wow, ha, wie sieht man aus? Alle auf dem Weg hier. Let's go, ab geht es. Da spielen wir jetzt hier rum, ey, mit diesen verglitschten Rainbow Friends Monster. Alles klar, dann würde ich sagen, lass mal hier entlang gehen. Hallo, oh, hier sind die Wissenschaftler. Ah, wen haben wir denn hier am Start? Wow, oh, Dark Magic Friend. Okay, Freunde, ist das vielleicht ein neues Rainbow Friends Monster? Ja, das könnte auf jeden Fall sein. Wow, schaut uns mal an. Wie sehen wir denn bitte aus? Hallöchen. Oh, wer ist er denn? Er ist so eine Ente einfach. Quack, quack. Was geht ab, Kollege? Alles klar. Oh, hier ist noch ein Morph. Und yo, wer ist das? Banzo, hä? Von Poppy Playtime. Einfach Banzo Friends haben wir am Start. Let's go als Morph. So, dann haben wir hier drüben noch ein Morph. Was haben wir hier? Und Freunde, als nächstes haben wir... Ah, die Ente. Yellow Friend. Oh ja, Freunde. Quack, 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 quack. Was geht ab? Ha, jetzt sind wir hier. Die Ente. Und die könnte uns in Chapter 2 eventuell auch erwarten, Freunde. Oh ja. Das blaue Monster, das grüne, das lilane und das orangene kennen wir von Chapter 1. Aber ein gelbes Rainbow Friend Monster, das kennen wir bis jetzt noch nicht. Und alles gut bei dir? Was ist denn mit dem los? Hey, hier ist die Tür. Du musst einfach durch die Tür gehen. Alter, wer ist das denn? Mami Longlegs oder was? Ha, sie sieht aus wie Mami Longlegs. Einfach das pinke Rainbow Friends Monster. Vielleicht finden wir das auch irgendwo. So, aber... Dafür müssen wir uns jetzt hier genauestens umschauen. Aha, wen haben wir denn da als nächstes am Start? Wir haben Bendy Friends am Start. Alles klar, Freunde. Bendy Mandy. Dann haben wir, was ist das hier? Ein Kürbis, vielleicht ein Halloween, ein Halloween-Morph. Das ist ja auch bald Halloween, Freunde. Vielleicht ist das ein, ein kopfloser Friend. Einfach ohne Kopf ist der. Alles klar, Freunde. Lass mal hier ein bisschen umschauen. Können wir hier, aha, den können wir aufsammeln. Jawohl. Wen haben wir da? Oh, den giftigen Friend. Den Poison Friend. Alles klar, Junge. Wie viele Morphs gibt es denn hier? So, das Auge, das dich möchte ich auch haben. Tja, der einäugige Cyclop haben wir am Start, Freunde. Der einäugige Morph. Und Hallöchen, na, was geht ab, Freunde? Da haben wir den Einäugigen am Start. Oh, da haben wir sogar Cowboy. Yeehaw. Da haben wir den Cowboy-Friend am Start. Junge, Junge, Junge. Was ist alles so krasse Morphs? Ah, zu der gibt hier in der Seite. Wer ist er denn? Hallöchen. Der lustige Friend. Funny Friend. Alles klar, das bedeutet, ich hoffe, hier sollen wir dann alles... Okay, check. In dem Bereich sollen wir... Oh, gefunden haben wir. Wen haben wir denn da? Samurai-Friend haben wir. Und hier haben wir den nächsten Tassi-Friend. Alles klar, Freunde. Interessant, interessant. Was ist... Wow, wer bist du denn? Was bist du denn für ein lebendiger Wackelpudding, Junge? Alles klar, pass mal auf. Und wir haben denn der Baby Fred. Was? Einfach ein Baby oder was? Okay, Freunde, wo haben wir den Baby? Cowboy, Cyclops haben wir am Start. Banzo, Bendy haben wir da. Baby und einfach ein Baby, Baby Fred. Oh, mit dem sind wir aber, wuhu, schnell. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Let's go. Okay, okay, da haben wir schon den nächsten Morph. Den Frozen Friend am Start. Dann haben wir den, oh, FNF-Friend am Start, alles klar, und oh, Purple, den, das lilane Monster-Freund, oh ja, das lilane Monster, das kennen wir auch alle, und da haben wir es, oh, Mist, ey, lalalala, oh, schaut uns mal an, das ist das lilane Rainbow-Friends-Monster, was immer in den Lüftungsschächten immer ist und immer wartet, bis irgendwer vorbei läuft. Oh, 500 Freddys, wie cool ist das denn, den Freddy-Friend und Mummy-Friends haben wir sogar auch am Start, Mummy-Friends, okay, Mami
Belongings haben wir auch am Start. Oh, wow, Friends. So, zack. Den haben wir auch. Aber Junge, wir sind echt langsam mit dem lilanen Monster. Wer ist er denn? Popcat Friends. Okay, lass uns mal wieder in irgendwen anderen verwandeln hier. Yeah, Mummy Friend. Mummy Long Legs. Yeah, yeah, yeah. Damit sind wir nämlich hier ein bisschen schneller unterwegs. So, zack. Dann haben wir, oh, Wither. Der Minecraft Wither Friends. Mit drei Köpfen einfach ein Rainbow Friends Monster. Zombie haben wir auch am Start. Let's go. Wir haben hier, wow, wer ist er denn? So ein Rich Friends oder was? So ein Reicher mit der Goldcat und alles mögliche. Sus. Naja, der Imposter, ziemlich sus, muss ich sagen. Haben wir auch am Start. Aha, da haben wir auch noch was um die Ecke. Okay, den Angel, also den Engel. Halleluja. Alles klar, da sind wir wieder oben. Aha, wen haben wir da? Super Friends. Oh mein Gott, Freunde. Ich glaube, so viele neue Friends-Monster werden uns locker nicht erwarten im Chapter 2. Aber einige könnten locker dabei sein, die uns dann im zweiten Teil von den Rainbow Friends erwarten werden. Und, wow, wer ist er denn? Das ist wieder ein Monster. Aber im Lüftungsschacht einfach. Schaut ihn euch mal an. Oh mein Gott, einfach das lilane Monster. Und sogar das grüne Monster, okay, von Chapter 1. Wo waren wir denn noch nicht, Freunde? Wo waren wir denn noch nicht? Ah, wir sind ja gerade hier runtergegangen. Lass uns mal vielleicht hier entlang schauen. Aha, Wooly von Amanda. Wooly the Adventurer. Amanda the Adventurer, meine ich. Und dann haben wir noch hier, oh, Neon Friends, so eine Leuchtend. Yo, wo sind wir jetzt hier angekommen? Guck dich das Ganze. Aha, da unten ist da was, Freunde. Zack, da haben wir den, goldenen Friend. Alles klar, Golden Friend. So was gibt es hier noch zu entdecken. Joker. Ja, ich bin der Joker, Freunde. Ich bin der Joker. Let's go. So, dann haben wir auch hier alles möglich erkundigt. Hier waren wir, aha, was ist da? Oh, Gott, Friends einfach. Oh mein Gott. Der sieht krass aus. Schaut euch das Ganze mal an. Ja, wir haben schon einige gefunden, aber viele Morphs fehlen uns noch. So, wo haben wir jetzt den Godfriend? In den will ich mich, oh, auf jeden Fall verwandeln. Sogar ein harter Morph ist das. Und, wow, schaut uns mal an. Wir sind jetzt einfach der Godmorph. Okay, das war ein harter Morph anscheinend. Also ein richtig schwieriger zu findender Morph. Ein seltener. Alles klar, können wir noch irgendwie rein? Oh, was haben wir hier? Oh, wer ist das denn? Squid Friends. Let's go von Squid Games. Habe ich ja gar nicht gesehen. So, alles klar, genau, von hier kommen wir. Warte mal, haben wir das aufgesammelt? Ich glaube, das, okay, den Morph hatten wir anscheinend auch schon. Let's go, genau, Wooly von Amanda, die Adventurer hat mir schon. Dann habe ich hier, Freunde, gib mir dich her, gib mir dich her, jawohl. Den Dämonen-Friend haben wir am Start, let's go. So, können wir dich nicht einsammeln? Hier, ich will dich haben. Nee, alles klar. Anscheinend klappt das Ganze nicht, aber den Dämonen-Friends-Morphs haben wir, oh, am Start, nichts übersehen, Freunde. Dark Orange, alles klar, dich haben wir jetzt auch hier. Dann lass uns mal hier in diese Richtung gehen. Hier waren wir noch gar nicht, Freunde. Genau. Welchen Morph haben wir jetzt hier am Start? So, Freunde. Und da haben wir den Orange Friend. Okay, den Orange Friend. Ja, in den möchte ich mich auch gerne verwandeln. Den kennen wir auf jeden Fall auch vom ersten Teil. Der hat hier unten seine Höhle, wo der immer schläft. Ich bin es, das Orange Friend. Guckt ihn euch mal an. Der sieht ja eher lustig aus als gruselig. Alles klar. Dann haben wir, oh, Pink Friends, Freunde. Alles klar. Das könnte auch ein geheimer Hinweis auf Chapter 2 sein. Vielleicht ein Pink Friends, also Trash Friends, also Mülleimer Friends haben wir. Und genau, hier sollte dann genau das lilane Monster sein. Das lilane Monster im Lüftungsschacht. In ihn müssen wir uns auf jeden Fall auch noch verwandeln. Und er wartet dann immer hier im Lüftungsschacht auf die Leute und schnappt sie sich. Oh, ja. Oh, guck mal, das ist sogar das klassische Blaumonster. Ich glaube, das haben wir bis jetzt noch nicht eingesammelt. So, dann würde ich sagen, mit dem lilanen Monster gehen wir entlang. Cartoon Cat. Ja, ja, ja. Junge, was gibt's hier alles für verrückte Morphs? Dark Friends, dunkles Monster. Dann haben wir Bacon, haben wir auch am Start. Nicht zu vergessen hinterm Heuball. Oh, hier drin war was. Galaxy Friend und Fight Marker. Ein Marker-Friend haben wir auch. Junge, Junge, Junge. Boah, wie viele gibt es denn? Purple Friend gibt es auch. Green Friends, also das grüne Monster gibt es auch am Start. Dann haben wir Piggy am Start. Junge, wie viel finden wir jetzt hier? Chica, 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 Mika. Oh ja, von Five Nights at Freddy's. Zack. Cuphead Friends finden wir hier auch. Da unten ist auch noch was. I, Poop Friend. Mit einem Haufen auf dem Kopf. Ha, was ist denn da alles? Junge, es gibt ja so viele Morphs hier. Alles klar, ich glaube, in dem Raum sollten wir dann jetzt alle, ah, gefunden haben. Ah ja, genau, du warst ja das Häufchen da, was auf dem Boden lag. Alles klar, Freunde, hier haben wir uns jetzt eigentlich alles mögliche umgeschaut. So, dann lass mal hier entlang gehen. Da haben wir Huggy. Genau, Mami nach Mami Long Legs darf Huggy Wuggy, Schnuggy Wuggy natürlich auch nicht fehlen. Mushroom Ghost Friend.
Geist Friends haben wir. Dann haben wir hier, so ein, alles klar, mit so einem Sicherheitsanzug haben wir. Wie in den Backrooms, ne? Hacker! Ein Hacker Rainbow Friend gibt's auch am Start. Und, yo, was ist das denn? Ein Noob? Oder ein Big Cat? Ha, mit so einem riesengroßen Dick stehen. Warte mal, den will ich mir auch schon anschauen. Warte mal, das ist erstmal nur der Wither, Huggy Wuggy. Der Wither Rainbow Friends natürlich. So, wo war der jetzt hier mit dem Dickschädel? Hallo, na? Tami, Freunde, mit dem riesengroßen Dickschädel hier am Start. Let's go. Oh, es ist eine Banane Minion. Junge, es gibt ja wirklich so viele Mobs Minion, Huggy Wuggy. Na, was geht ab, mein Sohn? Ich bin hier, dein Papa hat einen kleinen Dickschädel hier bekommen. Okay, let's go. So, haben wir uns jetzt hier in dem Raum alles angeschaut? Ich glaube schon, Freunde. Hier sollten wir jetzt auch mit allen Mobs hier fertig sein. Let's go. Oh, ich habe noch nicht gefunden. Dino Friends, alles klar. Da ist noch... Oh, warte mal, ist das ein Ring? Kann ich dich aufheben? Bist du ein Morph? Bist du Sonic oder irgendwie sowas? Nee. Dann lass es mal hier nach unten gehen und Amanda. Jetzt haben wir nicht nur Woolly am Start, sondern auch Amanda, die Adventurer. Alles klar, was macht ihr hier für eine fette grüne Party? Ich störe euch nicht. Der so, nee, stopp. Kai vorbeigekommen hier. Ja, ich gehe hoch. Lalalala. Mit meinem Dickschädel gehe ich jetzt hier ab nach oben und probiere noch hier die letzten Morphs zu finden. Wo könnten denn hier noch irgendwo, aha, Morph versteckt sein? Indigo Friends haben wir am Start, alles klar. Dann haben wir, wie ist das denn? Creek Friends, let's go. Dann haben wir hier, wer ist er denn? Noob, jawohl, ein Noob. Und hallo, hast du auch so einen Dickschädel wie ich? Ja, tut mir leid. So, der steht hier einfach rum. Und was haben wir hier? Ah, ich glaube, hier waren wir schon, Freunde. Mit einem Schädel, wir sind ein Skelettschädel. Haben wir auf jeden Fall am Start. Genau, Tier, die Maus. Haben wir auf jeden Fall auch alle, gefunden. Und hier ist das Versteck vom Orangenmonster, vom Orange Monster Morph. Und, lol, was? Jetzt haben wir auf einmal 4 Badges auf einmal bekommen. Oh mein Gott, was haben wir alles bekommen? Dark Green Friends, alles ganz, ganz viele verschiedene Rainbow Friends Monster. Okay, es hat gerade anscheinend nicht geladen oder irgendwie sowas. Alles klar, aber die Morphs, okay, das war der dunkelgrüne, haben wir natürlich, alle bekommen. Wer ist er denn? Oh mein Gott, so ein Monster. Figure Friends. Let's go. Oh, der sieht gruselig aus. Stellt euch den mal in Chapter 2 vor. Oh, Banana Friends. Der ist auch gruselig. Er ist mal so gruselig ist und dann einfach so eine Banane einfach gezogen. Die habe ich auch fast übersehen. Oh, das sieht echt. Oh, schaut euch mal diese Zähne an. Wenn uns das mal in Chapter 2 erwarten würde. Boah, das wäre auf jeden Fall ein gruseliger zweiter Teil vom Rainbow Friends Teil. Aber ich glaube, jetzt sollten wir eigentlich jetzt hier fast jeden Raum erkundet haben. So, da haben wir den nächsten Domino Sonic am Start hier. Let's go. Und noch hier. Oh mein Gott. Santex hat das Chapter 2 Friends gefunden. Alter Schwede. Das offizielle Chapter 2 Friends. Okay, in den müssen wir uns auf jeden Fall noch verwandeln, wo immer wir den haben. Erstmal hier die Banane. Moin, ich bin eine Banane. Was geht ab, Freunde? Okay, ich glaube, der wird uns eher nicht in Chapter 2 erwarten. Einfach so eine Banane. Das wird irgendwie gar nicht passen. Aber Freunde, wo haben wir das offizielle? Da haben wir es. Chapter 2 Friends Monster. Oh ja, so sieht das Ganze aus. So ein giftgrünes Monster mit 4 Armen anscheinend. Freunde, wird uns da wohl im zweiten Teil von Rainbow Friends Chapter 2 erwarten. Was sagst du dazu? Ja, sehe ich genauso wie du. Da bin ich auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt. Hier oben waren wir noch nicht. Let's go. Dann lass uns mal hier das Ganze anschauen. Hier den Polizisten. Dann haben wir den Lava Friend am Start. Ein Monster aus Lava einfach. Wer bist du? Oh, das pinke Monster. Jawohl. Das hat uns natürlich auch noch gefehlt. Plumber, ey. Super Mario. It's me, Mario. Vielleicht wird uns ja Mario im nächsten Teil erwarten. So, was haben wir noch hier oben? Dann haben wir Screech Friends. Alles klar, den kenne ich nicht. Dann haben wir hier, Twin Friends, also mit 2 Köpfen. Oh, ist das ein Secret vielleicht, Freunde? Können wir vielleicht hier hintergehen? Nee, aber es sieht auf jeden Fall nicht so aus. Alles klar. Ich glaube, dann sollten wir draußen jetzt hier mittlerweile auch alle Morphs gefunden haben, glaube ich. Es sei denn, ich habe vielleicht irgendwas übersehen, aber alles abchecken, Freunde. Oh, war da was? Aha, Vampire. Ein Vampir. Peer Friends Monster. Interessant, interessant. Freunde, wir können uns sogar hier in den Partybereich teleportieren. Oh ja, das ist ja das Ende von Chapter 1 hier. Let's go. Und, wen haben wir hier? Pikachu haben wir am Start. Und wenn man durch den Lüftungsschacht durchgeht, genau, dann kommt man ja an das Ende der Rainbow Friends Story. Das wisst ihr, also das Ende von Chapter 1. Oh yeah, let's go. Den Bereich
haben wir noch gar nicht entdeckt hier. So, hier gibt es natürlich auch jetzt hier, ganz, ganz viele verschiedene Morphs. So ein mit dem Hut drauf, da in der Ecke. Ja, Flopper Friends Morph, let's go. Dann haben wir so ein Partyhut. Okay, das ist kein Morph. Oh, warte mal, wer bist du denn in der Ecke? Smart Friend, also ein schlaues Friend Monster hier. Aha, aha, natürlich, darf nicht fehlen. Ein Schneemann, Snowman wird uns noch angezeigt. Let's go. Okay, Freunde, aber ich glaube mal, gibt es hier sonst noch irgendwas? Okay, hallo, ich muss auch auf die Toilette. Haben wir hier noch ein paar... Oh, Toiletten am Start. Zack, Daddy Friend. Oh, von Poppy Playtime anscheinend. Also, hier gibt es aber kein Secret. Gibt es hier ein Secret, wo wir irgendwie hindurch können? Nee, alles klar, das bedeutet, hier sollten wir auch fertig sein. Dann lassen wir mal weiter teleportieren zu den Bedrooms, also direkt zum Anfang. Zack. Da haben wir das orangene Monster am Start. Da haben wir das klassische blaue Monster am Start. Alle Monster, die wir natürlich von Chapter 1 kennen. Das grüne Monster darf nicht fehlen. Und Marker Friends. Let's go. Haben wir auch als Morph. Okay, da würde ich sagen, Freunde, es gibt noch einen letzten finalen Bereich. Nämlich gibt es noch die Odd World. Also die seltsame Welt. Der Ort, wo sich Poppy Playtime, Rainbow Friends Chapter 2 befinden wird. Oh ja, nämlich haben wir ja schon das allererste Game gespielt mit Chapter 2 und da waren wir auch in einem Freizeitpark und auch hier, Freunde, das bedeutet, wir wissen auf jeden Fall, Chapter 2 von Rainbow Friends wird in einem Freizeitpark spielen, also wow, ey, Alter, Junge, was kickt der mich auf einmal weg, ey, Junge, spinnst du, ey, was ist denn mit dem los und was finden wir jetzt hier für Wolves? Glitch Friends, alles klar, hier in Chapter 2, in der brandneuen Chapter 2 Welt, finden wir hier den Glitch Friends Morph, okay, gibt es aber nur den einen Morph hier, also dieses lilane Quietsche-Entchen. Aha, da haben wir doch noch was, Freunde. Guckt euch das Ganze mal an. Baby Purple, alles klar. Vielleicht irgend so ein verglitschtes, lilanes Rainbow Friends Monster. Vielleicht wird uns das auch erwartet. Aha, da hinten war doch irgendwas. Oh, hier ist ein Zettel. Ist irgendein geheimer Hinweis. Öffne nicht das Monster innen drin. Okay, Freunde, das bedeutet... Oh, warte mal, ist es irgendein Monster drin gewesen? Warum haben mich meine Freunde hier gelassen? Oh, vielleicht könnte hier irgendein Rainbow Friends Monster, was wir noch nicht kennen, hier eingesperrt sein oder sowas. Ja, 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 wer weiß, wer weiß. Wir werden immer und immer schlauer und sammeln immer und immer mehr Hinweise. Okay, gibt es hier irgendwie... Oh, ein Secret können wir... Aha, hier hinter durch, aber hier gibt es anscheinend keinen Morph oder so, alles klar. Hier ist aber was, hier ist so ein kleines Labyrinth oder so und wen haben wir denn da am Start, Freunde? Pibi Blue, alles klar. Auch ein neues Rainbow Friend, ein neuer Rainbow Friend, den wir bis dann nicht kennen. Oh, hier im Zirkus vielleicht, Freunde. Oh, da ist tatsächlich was und let's go wieder mit out. Pibi Orange. Oh, hier das orangene, verglitschte Rainbow Monster. Alles klar, Freunde. Wirklich eine seltsame Welt, wie der Name von Chapter 2 schon sagt. Also eine Welt, wo die Rainbow Friends anscheinend alle verglitschte irgendwie sowas sind. Wenn wir uns in ihn verwandeln, oh, sehen wir so aus. Wow, ab geht es. Junge, wie schnell sind wir nie? Ab geht es. Was ist das bitte für eine komische Welt? Ich bin sowas von gespannt, was uns im zweiten Teil hier wirklich erwartet wird. Oh, guck mal, wir können sogar aus dem Zirkus hier nicht rausgehen, aber... Oh, warte mal, was ist das für ein Secret? Können wir lesen, was da draufsteht oder irgendwie sowas? An alle, die nach einem sicheren Platz suchen, das ist der schlimmste Ort, steht hier. Alles klar, Freunde. Ja, das sind doch Top-Nachrichten. Solche guten Nachrichten will ich auch hören. Aber ich denke mal, das soll es jetzt wirklich gewesen sein, Freunde. Wir haben uns wirklich jetzt hier jeden einzelnen Bereich hier angeschaut in den Morphs und haben sogar erste Einblicke in Rainbow Friends Teil 2 bekommen, in Chapter 2. Oh, hier haben wir noch wen am Start. Let's go. Mit einer neuen Welt im Freizeitpark und neuen verrückten Monstern. Aber was uns dann wirklich im offiziellen zweiten Teil erwarten wird, das werden wir hoffentlich bald zusammen herausfinden. Und da würde ich aber sagen, Freunde, das ist im heutigen Video. Ich hoffe, dir das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Sandtex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss.